Tja, und das eben ohne Thomas Silberberger, der einen positiven Corona-Test abgegeben hat. Der musste zu Hause bleiben. Wir sprechen jetzt mit dem Stürmer der WSG eben über das Spiel und natürlich über viele weitere Themen. Hallo Thomas Sabitzer, danke fürs Zeitnehmen nochmal. Hallo, servus. Ja. Kein Problem. Ich sag danke. Was waren denn die ersten Worte von Thomas Silberberger in der WhatsApp-Gruppe vom Team? Ich nehme an, der wirklich reingeschrieben haben. Ja, zuerst hat er uns einmal vorm Spiel, hat er uns einmal alles Gute gewünscht. Und ich glaube, direkt nach Abpfiff war gleich die erste Nachricht. Gratuliere Jungs, super Spiel. Ich denke, das haben wir auch gemacht. Und ja, bin froh über die 3 Punkte. Ja. Ohne große Emotionen, keine Emojis, keine Sprachnachricht, nur gratuliere Jungs. Einfach jetzt ältere Generation, oder? Ja, ich kann mich gar nicht, ich weiß halt jetzt die Nachricht gar nicht mehr genau, ob da jetzt irgendeine Emojis dabei gewesen wären, aber ja, er hat uns einfach Glück gewünscht und ich glaube, für ihn war es, ob trotz Corona, trotzdem ein schöner Nachmittag, dass wir uns gewinnen noch zeigen dürfen. Ja, 2 Spiele in Folge hat jetzt eben auch die WSG gewonnen und 8 Tore in diesen 2 Spielen erzielt. Was sind jetzt auch vielleicht die Unterschiede zu den Partien davor? Ja, ich denke einerseits vor allem die Effizienz vom Tor. Ich glaube, vor allem die ersten 5 Spiele, wo wir 5-mal unentschieden gespielt haben, hat man doch oft gesehen, dass wir vor dem Tor nicht kaltschnäuzig waren. Und ich denke, das haben wir in die letzten 2 Spielen, aber vor allem in der Rückrunde, ja, jetzt sehr gut sagt, dass wir sehr gut vom Tor sein können, dass wir unsere Chancen nutzen. Und ich denke, das ist in der Liga ganz wichtig, weil es ist so ausgeglichen, da entscheidet, weiß nicht, jedes Tor kann entscheiden. Und deswegen ja, sind wir froh, dass wir jetzt die Chancen vorne machen. Walter, ist es für dich auch die Effektivität oder sind auch andere Dinge, die du jetzt verbessert siehst? Auch andere. Und vor dieser länderspielbedingten Ligapause hat der Trainer gemeint, dass die Mannschaft einfach viele, viele Fehler macht. Ganz viele Fehler in der Defensive und da müssen sie auch daran arbeiten. Nach vorne hin, Effizienz war das andere. Und merkt auch, der Thomas ist der Stürmer, gell? Ja, genau. Also das ist einer, der das perfekt umsetzt, vorne drinnen. Aber auch die ganze Mannschaft. Also wenn man jetzt die letzten 2 Spiele hergenommen hat, da haben sie nur ein Gegentor bekommen, gegen den WRC, das eine. So, sie haben es geschafft, dass sie in dieser Pause sich so aufgestellt haben, dass sie zumindest jetzt in den ersten 2 Spielen danach nicht mehr diese Aussätze in der Defensive haben. Wenn man sagt, nach vorne hin verbessert, aber auch defensiv. Das ist auch immer die Basis, um dann etwas mitzunehmen. Das war in der Vergangenheit nicht so der Fall. Da haben sie sich stark verbessert. Ja, und in der Länderspielpause, da hat es ja auch ein Brainstorming gegeben, hat ja der Coach verraten in Sachen, was bedeutet das, Profi zu sein? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, bei der Länderspielpause war ich nicht direkt dabei bei denen. Ich kann es nur erzählen, weil ich war Nationalteam. Aber ich denke, ja, das war uns alle bewusst, dass wir, wie wir teilweise gespielt haben und auch, was wir teilweise für Fehler gemacht haben, dass das nicht geht im Profibereich. Ich denke, da hat er auch das angesprochen, auch mit vielen Verletzten, was wir gehabt haben. Deswegen ja, ich glaube, der Anspruch hält ganz gut an, was es bedeutet, Profi zu sein. Ja, ich glaube, wir haben viele junge Spieler dabei. Für manche ist das erste Jahr in der Bundesliga. Und ich denke, da hat es eine Ansprache genau richtig dann. Aber für Sie auch, oder? Eigentlich das erste Richtige. Ja, ich war jetzt 2 Jahre beim LASK. Habe da jetzt nicht das Vertrauen bekommen, was ich mir vorgestellt hätte. Und auch nicht die Spiele gemacht. Ja, deswegen bin ich einfach froh, dass ich jetzt auch meine erste richtige Bundesliga-Saison habe. Und ja, bin einfach froh über das Vertrauen. Ja, aber das Problem mit dem zu viel Haargel irgendwo mal, was der Trainer ja angesprochen hat, das ist ja bei Ihnen nicht so. Einfach runterhängen lassen. Also zu viel Haargel, da habe ich mich überhaupt nicht angesprochen. Also, da weiß ich nicht, was gemeint ist. Ja, 5 Tore haben Sie auch in den 15 Spielen bisher erzielt in der Bundesliga. Sie haben ja schon das Thema Vertrauen eben schon angesprochen. Ist Ihr Wechsel bisher einfach auch voll aufgegangen? Ja, ich denke schon. Ich glaube, im Sommer war ein richtiger Schritt, dass ich das gemacht habe, dass ich zu einem Verein gegangen bin, wo man wirklich glaubt, dass einfach 100% auf mich zählt wird. Ich habe gute Gespräche mit dem Trainer. Wir sind einfach, glaube ich, generell eine gute Mannschaft, was die Harmonie angeht. Und ja, deswegen glaube ich, habe ich im Sommer alles richtig gemacht, dass ich jetzt in die Rolle bin. Ja, Spielzeit ist einfach dann doch am wichtigsten. Genau. Ja, genau. Ich glaube, das ist generell nur auch für einen jungen Spieler.
Ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren beim LASK, habe ich glaube ich 5 Bundesliga-Einsätze oder was gehabt, oder weiß ich nicht, oder 7 oder so. Das schaut jetzt ganz anders aus. Ich glaube, die 90 Minuten dann mal gut, die geben mir immer passende Leistungen. Ich kann im Team immer helfen, ob es egal, ob es mit Tore ist oder mit anderen Sachen. Also bin auch froh, dass ich meistens 90 Minuten am Platz stehen darf. Ja, Walter, was sind die Stärken von Thomas Sabitzer, die er in dieser Bundesliga-Saison bei Wattens zeigt? Ja, zum einen natürlich das, dass er einfach Spielpraxis bekommen hat jetzt. Es ist für jeden Spieler wichtig, aber vor allem für einen Jungen, der noch sehr viel Potenzial nach oben hat. Das hat er beim LASK nicht gehabt. Und jetzt in Wattens praktisch von Woche zu Woche kann man verfolgen, dass er fast von Woche zu Woche besser wird. Am Anfang der Saison noch ein bisschen gebraucht, bis er reingefunden hat in die Bundesliga. Aber jetzt blüht er so richtig auf. Also das ist so mein Eindruck, wenn ich dich so sehe spielen. Und vom Spielstil her eher ein Stürmer, der sehr, sehr lauffreudig ist, der sehr gerne unterwegs ist, der sehr gerne sich auch manchmal ins Mittelfeld zurückfallen lässt, dort manchmal die Bälle behauptet oder weiterspielt für die anderen Spieler und dann sofort wieder versucht nach vorne. Du kannst uns ja das auch demonstrieren, du hast ja ein paar Szenen angesehen. Ja, wir haben ein paar Szenen, also nicht der typische Stürmer, der jetzt vorne drinnen wartet, bis er von den anderen Spielern eingesetzt wird, sondern, so wie man jetzt auch sieht, im Spiel gegen Ried, da kommt an den Ball, gibt den Ball weiter zum Mitspieler, spielt noch einmal raus und geht dann mit dem Tempo mit rein und hat hier auch irgendwo die Cleverness, sich zurückfallen zu lassen und auf den idealen Pass zu warten. Also wunderschön. Also ich glaube, das zeichnet schon aus, was seine Stärken ausmachen. Also ein bisschen mitspielen, ein bisschen ein Zielspieler zu sein, der sich auch die Bälle verteilen lässt und dann weiter. So, jetzt das nächste Tor gegen den WRC. Schneller Konter, auch hier wieder den Mitspieler gesehen, eingesetzt und dann auch mitgegangen, wieder Abstand gehalten vom Verteidiger, sodass er den Hack machen kann und in dieser Szene einen wunderschönen Abschluss. Also das irgendwo laufstark, der auch die Bälle prallen lassen kann, der aber dann immer wieder die Räume nach vorne hin sucht. Ja, und einen interessanten Torjubel haben Sie ja auch. Was wollen Sie mit dem eigentlich sagen? Machen Sie denn jetzt mit der Maske, oder? So ist es, ja. Ja, den habe ich glaube ich schon seit 3-4 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es entstanden ist. Ich glaube, das war einfach einmal eine spontane Aktion nach einem Tor, dass ich mir die Hand vor das Gesicht gehalten habe. Und ja, seitdem eigentlich fast bei jedem Tor, was ich mache, kommt der Torjubel. Ja, es braucht ja nicht alles einen Hintergrund. Wir haben eben auch schon über den LASK gesprochen. Sind Sie da eigentlich jetzt in Kontakt? Meldet sich da wer oder lässt man sich da komplett in Ruhe? Sie sind ja quasi dieses Jahr ausgeliehen. Also, so ehrlich kann ich sein, so sportdirektormäßig oder trainingmäßig habe ich gar keinen Kontakt mit LASK. Ich bin natürlich immer wieder mit den Spielern im Kontakt, frage, wie es einer geht, ob es passt. Ich glaube, es ist für einer zurzeit auch eine schwierige Situation, aber ich denke, in der Mannschaft ist genug Qualität, damit sie noch die Top 6 erreichen können. Ja. Vertrag haben Sie ja beim LASK bis 2023. Ist es dann auch das Ziel, dass Sie sagen, okay, ja, ich will da mich nächstes Jahr wieder beweisen? Oder ist doch ein bisschen Frust doch dabei aufgrund der letzten Saisonen? Ja, ich glaube, ein bisschen Frust ist schon dabei, aber ich lasse mich jetzt nicht stressen, was im Sommer ist. Ich schaue einfach, dass ich jetzt bis Sommer eine super Saison noch spiele, dass ich meine Tore mache, dass ich meine Assists mache und was noch im Sommer kommt. Wie gesagt, ich habe noch ein Jahr Vertrag beim LASK. Wie es noch ausschauen wird, das werden wir noch so entscheiden, wenn es soweit ist. Ja. Und Walter, der Thomas ist eigentlich aktuell die Nummer 1 in der Familie Sabitz, oder? Kann man das auch sagen? Ja, das ist der regelmäßig spielt und regelmäßig trifft. Kein Zweifel. Ja, Marcel Sabitzer ja, bei den Bayern, jetzt auch aktuell verletzt. Wie gefällt es ihm denn eigentlich dort? Ja, ich denke, ist jetzt die letzten Wochen sicherlich keine einfache Zeit für ihn, aber ja, ich glaube, jeder, der sich mit dem Fußball auskennt, weiß, was er für ein überragender Spieler ist. Und ich glaube, das braucht eine gewisse Zeit, wenn man zu den Bayern wechselt. Ich meine, das ist einer der größten, wenn sogar der größte Verein in Europa. Und ich glaube, er macht sich einfach keinen Stress, er zerbricht sich deswegen nicht den Kopf. Er weiß, was er kann und ich bin sehr zuversichtlich, dass das die nächsten Wochen und Monate wieder steil bergauf bei ihm gehen wird. Ja, wenn die Cousins dann aufeinandertreffen, geht es dann nur um Fußball oder lässt man den dann auch komplett weg? Ja, jetzt in letzter Zeit war ein bisschen schwierig. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn gesehen vor 1,5 Jahren oder was, weil wir ja eigentlich immer gleichzeitig spielen. Aber ja, wenn wir uns dann sehen oder wenn wir mal telefonieren,
Dann glaube ich jetzt nicht immer nur über Fußball. Ich glaube, Fußball ist zwar wichtig, aber es gibt trotzdem immer noch wichtigere Sachen im Leben. Ja, absolut richtig. Jetzt sprechen wir aber trotzdem noch über den Fußball und auch ein bisschen, wenn wir vorausblicken. Vor 3 Wochen war die WSG noch Tabellenletzter. Jetzt ist man auf Rang 9, ist eigentlich voll drinnen im Kampf um die Top 6. Wie verrückt ist denn die Liga eigentlich? Ja, extrem. Ich denke, das haben wir aber schon von der ersten bis zur jetzigen Runde gesehen, dass es einfach so ausgeglichen ist. Man gewinnt auch 2 Mal hintereinander und man ist wieder voll im Rennen. Ich glaube, wir sind das beste Beispiel dafür. Wir hätten sicherlich gern, vor allem die ersten 5 Runden, wo wir 5 Mal unentschieden gespielt haben, hätten wir sicherlich gerne mal den einen oder anderen Dreier mitgenommen. Aber ja, wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel. Wir wissen, dass wir jetzt andocken können auf der Top 6. Und ja, jetzt heißt es weiter hart arbeiten, nicht ausruhen jetzt auf die 2 Siege und schauen, was kommt. Und weil wir zu Beginn bei der Offensive waren, Sie und Frioni, ist das jetzt einfach auch was so richtig funktioniert, wo es jetzt auch einfach flutscht, die ganze Geschichte? Ja, ich glaube, wir machen es einfach ganz gut vorne. Ich denke, wir sind einfach komplett unterschiedliche Spielertypen. Er so der klassische Mittelstürmer und ich so, wie der Walter vorhin gesagt hat, eher so ein bisschen auf der, was sich fallen lässt. Ich glaube, das funktioniert jetzt vor allem die letzten Spiele ganz gut. Giacomo ist, glaube ich, ein richtiger Torjäger, hat das jetzt in den letzten Spielen in Beweis gestellt. Und ja, ich glaube, das kann in den kommenden Wochen und Monaten noch ganz gut funktionieren. Ja, eben auch vielleicht dann am Wochenende gegen Klagenfurt. Und ich sehe da im Hintergrund, da ist viel Schnee bei Ihnen draußen. Was bedeutet denn das jetzt vielleicht auch für die Trainingswoche? Oder ist Training eh überbewertet wie ein Trainer auch an der Seitenlinie, wie wir jetzt am letzten Wochenende gesehen haben? Nein, das überhaupt nicht. Also ich glaube, da muss ich widersprechen. Da ist beides wichtig. Nein, ich weiß es noch nicht, wie es jetzt ausschaut mit dem Training. Wie gesagt, wir haben heute frei gehabt, werden morgen wieder 2 Mal trainieren. Mal schauen, ob sie jetzt die ganze Woche durchschneiden und müssen wir schauen, wie wir machen. Aber ja, Stand jetzt, wir haben einen Kunstrasen, der was, glaube ich, nicht so schlecht ist. Und da wird es mit den Trainingseinheiten, glaube ich, auch passen. Ja, Thomas Habitzer, dann wünsche ich noch einen schönen freien Resttag. Und dann alles Gute für die nächsten Spiele. Danke. Danke, ciao, ciao, liebe Grüße. Ciao, Walter. Musst du ja jetzt sagen, oder? Der Trainer ist am wichtigsten. Ja, natürlich. Ist ein cleverer Spieler. Auch schon gelernt, wie es geht. Ja, absolut, merkt man, ja.